wir jetzt in Frasso del Vino, in der Nähe von Benevento. Und hinter mir ist der Versuch oder das Resultat einer künstlerischen Restaurierung eines Wandbildes, Außenwandbildes, was hier von mir 1987 hergestellt wurde. Insgesamt in diesem Dorf oder dieser Werkstatt, die auch vom Erdbeben, was seinerzeit in den 70er Jahren Napoli schwer getroffen hatte, auch die sind hier betroffen gewesen und hatten einen noch heute lebenden, interessanten Bürgermeister, der die intellektuelle Idee hatte, Künstler, internationale Künstler hier einzuladen, die Außengestaltung vornehmen, um diesem Dorf wieder ein Ziel zu geben und eine Attraktion, die Leute anzieht. Vergessenheit geraten und vor zwei Jahren sind wir, Mutz und ich, hier vorbeigefahren und haben dieses Dorf mal wieder besucht, oder dieses kleine Städtchen in Merzendorf, und festgestellt, dass plötzlich auf dem Platz Restauratoren sind, die die Gemälde und Außeninstallationen von damals restaurieren. Was ist passiert? Eine dritte Generation ist gekommen, nach fast 30 Jahren, die wieder hier leben möchte. Die Enkel sozusagen, oder die Söhne und Töchter, die eine Assoziation gegründet haben, die das wieder herstellt, was damals vergessen worden ist. Und gleich sind wir ins Gespräch gekommen, die haben sich gefreut, dass sie uns gesehen haben. Und jetzt ist dieses Event hier in Frasso Telesino, und ich habe versucht, auf dem Hintergrund einer alten Darstellung von einer etwas poppigen Madonna meine neue Malerei mit reinzubringen. Unten, also sozusagen die Restaurierung hier, eine Veränderung des alten Motivs, ohne das alte Motiv völlig zu zerstören. Im oberen Bereich sieht man noch in diesen bräunlichen Tönen das Motiv dieser Art fliegende Madonna-Figur. Und unten ist meine neue Art oder jetzige Art der Malerei eingegeben, in der man, wenn man will, ein großes Porträt von Mutz Verano entwickeln kann, was dem sozusagen als alte Motiv hervorgeht. Malerei sollte sicherlich, so wie ich es verstehe, immer ein Spiel mit der Zeit sein, aber auch ein Spiel mit der Fantasiefähigkeit des Betrachters. Und niemals ein fertiges, lesbares und schon gar nicht in Worte lesbares Produkt abgeben. Insofern ist das natürlich eine Herausforderung, wenn man ein Bild an eine äußere Hauswand anbringt, die, dass es sich nicht mehr um den intimen Bereich eines Innenraums handelt und ein Bild auf Leinwand, sondern um eine Art Wandgestaltung, Graffiti oder Freskenmalerei auf einen Außenbereich, der natürlich ganz egal, wie die architektonische Situation aussieht, sich immer auf diese architektonische Situation beziehen muss und infolgedessen aufpassen muss, dass er a. die architektonische Situation nicht ignoriert, aber b. nicht Dekoration derselbigen wird.
In diesem Fall ist natürlich die eventuell sogar mittelalterliche Situation die Herausforderung oder der Platz für diese eher punkige, farbenkräftige Malerei gewesen. Und insofern ist die Herausforderung oder das Zusammenspiel ganz eindeutig der Aufeinanderprall verschiedener Epochen auf drei Ebenen. Die erste Ebene ist überhaupt das alte Ambiente und etwas Neues von heute da rein. Die zweite Ebene ist, dass das ursprüngliche Bild dort runter von 1987 ist und ich jetzt etwas heraufgesetzt habe, ich selbst, der Autor von damals, was sozusagen aus dieser anderen Zeitfenster-Epoche kommt. So, dass eigentlich etwas entsteht, wenn man darüber nachdenkt, wie der Spiegel im Spiegel des Spiegels und sicherlich auch damit zusammenhängt, dass man niemals den Titel vergessen sollte, wer die Vergangenheit nicht vergisst, schaut in die Zukunft. Denn wenn schon die Vergangenheit schwierig zu definieren ist, da sie manipulativen Beeinträchtigungen unterliegt, ist die Gegenwart in schon gar nicht zu fassen. Denn sie ist ja immer im Fluss und ein Fenstersprung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Und da die Zukunft als einziges sicheres unser Verschwinden in sich trägt, wobei auch dies vielleicht der ein oder andere versucht zu verdrängen, indem man an eine Wiederauferstehung glaubt, ist die Gegenwart eingefroren in einem Bild, ein Fenster zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Und da glaube ich, dass die Malerei vielleicht manchmal mehr in die Zukunft hineinfahren wird als ein Foto. Durch das direkte hergestellt sein und nicht durch den Filter einer Maschine. Und so wird ein Bild immer wie eine Skulptur, wie jede künstlerische Äußerung natürlich dazu beitragen, dass über diese verschiedenen Ebenen eine Brücke geschlagen wird und sicherlich damit zusammenhängt, dass Religion und Kunst oder Glauben und Kunst oder Spiritualität und Kunst die gleiche Ursache haben, nämlich die Angst. Die Angst, dass alles ein Zufall ist und dass es mit dem Tod verschwindet und dass nichts bleibt. Insofern sind diese beiden Momente, nämlich das Spirituelle und das Künstlerische, nicht nur Voraussetzungen, sind auch Geschwister. Denn das eine braucht, nämlich die Spiritualität, die Kunst, um transparent zu werden, aber die Kunst braucht einen spirituellen Moment, um Transzendenz zu sein. Und insofern könnte man diesen kurzen Monolog jetzt abschließen, indem ich einfach sage, auf dem Kopf stehend, wird das Meer zum Himmel und die Wolken werden zum Meer. Und ich verstehe, dass die Welt nicht so ist, wie sie zu sein scheint, sondern dass hinter einer vierten Dimension noch viele andere lagern und sich befinden. Und ich weiß, dass ich ein Teil eines großen Geheimnisses bin. Und Kunst kann dieses Geheimnis erahnen lassen oder niemals erklären. Heute bin ich hier in Plaza Teresino. In dieser Stadt machen sie schon seit 30 Jahren ein Event von Mauerbemalung, die auch Stadt war schon mal von Erdbeben zerstört. Und jetzt haben die auch ein neues Heimatverein gegründet und wollen die auch gerne auch eine alte Mauerbemalung auch dann neu gestalten. Und wir sind auch dann dazu eingeladen und ich bin sehr, sehr zufrieden und glücklich hier zu sein und meine Arbeiten in den letzten Jahren dokumentiert an der Wand im Rathaus in Plaza Teresino. Ja, das ist alles. Also das ist schön und das Thema ist Fragmente des Lebens. Das heißt, in den letzten verschiedenen Arbeiten habe ich zusammengefügt auf einem Band.